Industrie aufbauen. Also nicht die alte Kohle- und Stahlindustrie, die wollen wir nicht, sondern wir wollen was Modernes. Und so wurde 1952 in Stanford der erste Industrial Park, der erste technologische Industriepark gegründet. Mit sehr günstigen Bedingungen. Und der William Shockley, einer der Erfinder des Transistors, war inzwischen nicht mehr zufrieden bei den Bell-Laboratorien, sondern hat sich dann selbstständig gemacht und zusammen als Abteilung von Beckman Instruments in Mountain View 1956 die Shockley Laboratories gegründet. Und das war also er selber Nobelpreisträger, San Francisco Bay Area, Mountain View, das waren sehr attraktive Arbeitsbedingungen, die also eine ganze Menge von talentierten jungen Wissenschaftlern und Technikern angezogen hat. Darunter auch Robert Noyce und Gordon Moore, von dem wir später noch hören werden. Andererseits war der Shockley offenbar ein sehr schwieriger Mensch, der zum Schluss sogar in die Paranoia überging. Und das war natürlich mit den jungen, vielversprechenden Wissenschaftlern nicht zu machen. Deswegen haben sich 8 zusammengeschlossen. Das waren die Traitorous 8, oder die verräterischen 8, haben sich zusammengeschlossen. Dazu gehörte auch dieser bewusste Robert Noyce, sondern Gordon Moore. Haben Shockley Labs verlassen und dann die Firma Fairchild Semiconductor in San Jose gegründet. Und Fairchild Semiconductor gilt eigentlich so als die Wiege der integrierten Schaltkreise. Damals wurden die wesentlichen Erfindungen und Entwicklungen dort durchgeführt. Dann, kurz darauf kam National Semiconductors in Santa Clara, die dann lange Zeit einer der führenden Halbleiterhersteller in den USA waren. Sehr verschiedene Schicksale. Inzwischen nicht mehr so bedeutend. Und 1968 gab es wieder eine Abspaltung, das ist auch ganz typisch für Silicon Valley. Da waren Robert Noyce, Gordon Moore und Andy Grove. Der war aber nicht bei Fairchild. Die beiden haben dann Fairchild verlassen und die Firma Intel gegründet. Und Intel ist ja heute noch eine sehr bekannte Firma und heute eigentlich noch der Weltmarktführer mit Abstand für die Herstellung von Mikroprozessoren, insbesondere für PCs, Notebooks und diese Sachen. 70% Weltmarktanteil. Ja. Weltmarktanteil.